Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Luzi bereist. Heute haben wir unseren Luzi ans andere Ende der Welt geschickt, an den wohl schönsten Schlusspunkt der Erde. Um welches Land es sich dreht, ne, lasst euch überraschen. Aber jetzt erstmal eine Live-Schaltung zu meinem Bruder, dem Luzi. Hallo Luzi, kannst du mich hören und sehen? Und erstmal Kia Ora, nicht wahr? Uiuiuiuiui. So, gerade angekommen mit meinem Flugzeug. Ja, das nenne ich doch wohl mal Timing, was Jack? Ja, Kia Ora, ganz genau. Ja, das heißt nämlich... Guten Tag, wie geht's? Vielen Dank und auf Wiedersehen. Also Kia Ora kann man in unserem heutigen Land quasi immer und für fast jede Gelegenheit nutzen. Ist voll toll. Ja, das Land, um was es sich heute geht, verbirgt sich hier hinter mir. So, dann schauen wir mal nach. So, ein Blick auf die Flagge. Ah, es ist schon mal eine britische Enklave. Und es ist Neuseeland. Oder, wie der Maori sagt, Aotearoa. Denn so heißt das Land eigentlich im Original. Ja, der New Union Jack, also dieser britische Stern, mit den vier kleinen roten Sternen daneben. Aber Neuseeland verfügt nicht nur über diese Flagge, sondern auch über unzählige andere. Aber die wichtigsten daneben sind hier einmal noch die Maori-Flagge, also die Flagge der Eingeborenen in Neuseeland. Und dann gibt es noch die Flagge der Vereinten Stämme, also der United Tribes in Neuseeland. Die sieht so aus. Ja, aber wo liegt Neuseeland eigentlich? So, schauen wir uns das doch mal hier auf der Weltkarte an. Hier oben links, das Rosane, das ist Deutschland. Und dann bin ich jetzt einfach mal mit meinem Flugzeug ganz frech, ganz lange geflogen, bis ich auf die Höhe von Australien kam. Und hinter Australien, da findet man dann auch endlich Neuseeland. Neuseeland ist übrigens in einer ganz anderen Zeitzone und es gehört zu den Ländern, die als erstes überhaupt Silvester oder das neue Jahr feiern können. Die sind da nämlich ein bisschen eher dran als wir. Ich glaube, es ist sogar das erste Land überhaupt, was dann immer Neujahr feiern kann. Neuseeland hat zwei Hauptinseln, also die Nord- und die Südinsel, verfügt aber über eine ganze Menge weiterer Inseln. Die Amtssprache in Neuseeland ist Englisch, aber auch Maori, die Sprache der Eingeborenen. Und dann gibt es auch noch die neuseeländische Gebärdensprache. Die Hauptstadt ist Wellington, aber die heimliche Hauptstadt, wo das meiste los ist, ist Auckland. Befindet sich übrigens beides auf der Nordinsel. Die Staatsform ist die parlamentarische Monarchie und die Regierungsform oder das Regierungssystem ist die parlamentarische Demokratie. Sprich, das Oberhaupt ist der König oder die Königin des Vereinigten Königreiches von Großbritannien, wird aber durch einen Generalgouverneur oder eine Generalgouverneurin in Neuseeland vertreten. An Fläche verfügt Neuseeland insgesamt
über 269.652 Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl verläuft sich auf 4.839.340. Die Bevölkerungsdichte ist demnach 17,46 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsentwicklung liegt im Plus, und zwar auf 1,29% pro Jahr. Neuseeland hat zwar sehr, sehr viele Einwohner, aber die meisten Einwohner von Neuseeland sind nicht die Menschen, sondern die Schafe. Denn ja, in Neuseeland gibt es wirklich mehr Schafe als Menschen. Die Währung dort ist der Dollar. Da kommt ihr allerdings nicht mit dem American, also dem amerikanischen Dollar weiter. Da braucht ihr nämlich den Neuseeland-Dollar. Jo, die haben eine richtige eigene Währung. Und die Gründung, die war am 6. Februar 1840. Die eigentliche Unabhängigkeit war jedoch erst am 26. September 1907. Und richtig komplett mit allem Pipapo und was dazugehört, war sie dann endlich am 13. Dezember 1986. Davor hat man es schon mal weitergemacht. Das war am 25. November 1947. Aber komplett fertig mit allem, was dazugehört, unabhängig, war es halt erst 1986. Ist also noch gar nicht so lange her. Nationalhymnen hat Neuseeland zwei. Einmal God Defend New Zealand, also Gott schütze Neuseeland, und God Save the Queen, also die britische Nationalhymne. Neuseeland ist ein geografisch isolierter Inselstaat im südlichen Pazifik. Die nächstgelegenen größeren Landmassen befinden sich im Westen mit dem australischen Kontinent. Die Westküsten der beiden Hauptinseln Neuseelands sind übrigens zwischen 1530 Kilometer und rund 2100 Kilometer von der Ostküste Australiens und Tasmaniens entfernt. Im Norden mit der französischen Insel Neukaledonien und den Inselstaaten Tonga und Fidschi, sowie im Süden mit dem Kontinent Antarktika. Weder geografisch noch kulturell lässt sich Neuseeland eindeutig einer bestimmten Großregion zuordnen. Das Land liegt teils auf der australischen, teils auf der pazifischen Platte und ist sowohl mit dem europäisch geprägten Kulturraum Australiens als auch mit dem polynesischen Teil Ozeaniens verbunden. Neuseeland wird aber dennoch immer zu Ozeanien dazugezählt. Neuseeland ist ein Königreich im Commonwealth of Nations mit demokratisch-parlamentarischer Verfassung. Für einen Industriestaat eher ungewöhnlich sind die Hauptwirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft, Lebensmittelindustrie sowie Tourismus. Neuseeland wird vielfach als grüne Insel bezeichnet, was teilweise der dünnen Besiedlung und der Naturvielfalt zu verdanken ist. Diese und die relative Unberührtheit der Natur sowie die äußerst vielfältige und einzigartige Vegetation sind auch durch die relativ isolierte Lage der Insel bedingt. Und im Original, also im Namen Aotearoa, da heißt Neuseeland sogar Land der großen weißen Wolke. Total schön.
Neuseeland hat neben den zwei Hauptinseln über... Ne, nochmal. Neuseeland verfügt neben den zwei Hauptinseln über mehr als 700 kleinere Inseln. Die beiden häufig als Mainland New Zealand, übersetzt das Festland von Neuseeland, bezeichneten Hauptinseln werden durch die an der schmalsten Stelle 23 Kilometer breite Cookstraße voneinander getrennt. Das ist eine Wasserstraße. Ein Großteil der kleineren Inseln, wie etwa Stewart Island, die mitunter noch zum Mainland New Zealand gezählt wird, die Great Barrier Island oder die dicht besiedelte Waiheke Island, liegen innerhalb einer Zone von 50 Kilometer vor der Küste der Hauptinseln. Die Nordinsel liegt gänzlich auf der australischen Platte, die Südinsel teils auf der australischen und teils auf der pazifischen Platte. Während der letzten Eiszeit waren die Nord- und die Südinsel miteinander sogar auch mal verbunden. Neuseeland erhebt außerdem Anspruch auf das Ross-Nebengebiet in der Antarktik, das auch eine Reihe weiterer Inseln umfasst. Dieser Anspruch wird aber international aufgrund des Antarktis-Vertrags nicht anerkannt. Ferner gehört Tokelau als abhängiges Gebiet zum Staat Neuseeland und die Cookinseln und Niue sind selbstverwaltete Territorien in freier Assoziierung mit Neuseeland. Über die Cookinseln reden wir sogar beim nächsten Mal. Diese Gebiete werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt. Neuseeland ist von seiner Fläche etwas kleiner als Italien oder die Philippinen, aber etwas größer als das Vereinigte Königreich. Die Hoheitsgewässer Neuseelands sind mit 167.653 Quadratkilometer relativ zur Landmasse sehr groß. Die ausschließliche Wirtschaftszone ist mit 3.931.136 Quadratkilometer sogar eine der weltweit größten. Neuseeland ist der Staat, der am weitesten von Mitteleuropa entfernt liegt. Teile des Landes befinden sich auf der Erdkugel exakt gegenüber von Spanien. Neuseeland und die mit ihm assoziierten Territorien liegen in vier verschiedenen Zeitzonen. Südlich von Auckland findet sich die Region Waikato. Im Westen dieser Region befindet sich ein Mittelgebirge, die Hakarimatarage, die aber an der Mündung des Flusses Waikato in die Tasmansee in eine sanfte Hügellandschaft übergeht. Das Zentrum der Insel wird vom Volcanic Plateau dominiert, dessen Vulkane den von der UNESCO zum ersten kombinierten Weltkulturerbe und Weltnaturerbe erklärten. Der Vulkan Ruapehu ist mit 2797 Metern die höchste Erhebung der Insel. Nördlich von ihm liegt genau im Zentrum der Nordinsel der Lake Taupo, der größte See des Landes. Östlich von diesem liegen der Kaingaroa Forest, also ein Wald, und der Te Uruwera Nationalpark, zwei ausgedehnte Waldgebiete, die die Region bis zur Ostküste prägen. Dieses Gebiet ist schwach besiedelt und von zahlreichen Mittelgebirgen durchzogen. Die höchste Erhebung ist der 1154 Meter hohe East Capes. Die Region ist sehr fruchtbar und ein Zentrum der neuseeländischen Milchproduktion.
die mit 151.215 Quadratkilometern etwas größere Südinsel wird dominiert von den parallel zur Westküste verlaufenden neuseeländischen Alpen, auch Südalpen genannt. Dieses Hochgebirge ist das höchste Australiens und Ozeaniens. Die höchste Erhebung in der Gebirgskette stellt mit 3724 Metern der Mount Cook dar, gefolgt vom 3498 Meter hohen Mount Tasman. Insgesamt sind 17 Gipfel höher als 3000 Meter. Ui, da muss man aber schwindelfrei sein. Sowohl die nördlichste als auch die südlichsten Gebirge der Insel bestehen aus Mittelgebirgen, die teilweise auf über 1000 Meter Höhe ansteigen. Sehr viele Teile des Südwestens stehen als Nationalparks unter Schutz. Gemeinsam bilden diese die Te Waipounamu World Heritage Area. Boah, das ist mal ein Zungenbrecher. Östlich der Südalpen befinden sich die Canterbury Plains, eine große Schwemmebene, die sich gut für landschaftliche Zwecke eignet, etwa wie die Viehzucht. Bis vor etwa 200 Millionen Jahren gehörte Neuseeland, wie die meisten heutigen Landmassen der Südhalbkugel, zum Urkontinent Gondwana. Der genaue Zeitpunkt steht nicht fest, aber spätestens vor 85 Millionen Jahren, also in der oberen Kreidezeit, trennte sich das Kontinentbruchstück Zeelandia mit dem heutigen Neuseeland von der Landmasse, die jetzt Antarktis bildet. Bevor sich auch das heutige Australien von diesem Urkontinent loslöste. Seitdem konnte sich somit in Neuseeland eine von allen anderen Landflächen unabhängige Flora und Fauna entwickeln. Nach dieser ereignisreichen Zeit kehrte in der geologischen Geschichte des Landes Ruhe ein. Die fortwährende Erosion ließ die geformten Gebirgszüge allmählich verschwinden. Es entstanden große, tief gelegene Sumpfgebiete, aus denen im Laufe der Zeit die heutigen Kohlevorkommen hervorgingen. Erst vor weniger als 30 Millionen Jahren endete die ruhige Epoche in der Geologie des Landes und es wurden tiefliegende Gebiete aus dem Meer angehoben. Seine Küstenlinie bekam der Pazifikstaat in der Miozän-Epoche erst in Grobform, bevor die Insel in den letzten paar Millionen Jahren ihre heutige Form erhielten. Viele der Berge und Täler wurden sogar erst in den letzten 100.000 Jahren gebildet. Während des Eiszeitalters war vor allem die Südinsel stark vergletschert. Neuseeland gehört, wie alle anderen Länder, die an der Grenze zur pazifischen Platte liegen, zum pazifischen Feuerring. Dies äußert sich in Erdbeben, Verwerfungen und erhöhter vulkanischer Aktivität. In Neuseeland liegen einige der aktivsten Vulkane der Erde. Diese befinden sich ausschließlich in der nördlichen Hälfte des Landes. Ein Großteil von ihnen ist mit der Taupo Volcanic Zone, also der TVZ, konzentriert, die sich im Zentrum der Nordinsel befindet. Also sind zum Beispiel alle drei Vulkane der zentralen Hochebene noch aktiv. Die letzte Eruption des Schichtvulkans Ruapehu ereignete sich im Jahre 2007. Neben den Vulkanen zeigen sich die Kräfte der Erde in Form der Geothermie, die als Geysire oder heiße Quellen zutage treten. Insgesamt auf Neuseeland sind es da 67.
Neuseeland liegt in den gemäßigten Breiten der Südhalbkugel, womit das relativ milde Klima der Insel begründet werden kann. Die beiden Hauptinseln des Landes werden durch die sich in einer Nord-Süd-Achse durchs Land ziehenden Bergketten klimatisch grob in zwei Teile geteilt. Die vorherrschenden Westwinde bringen den westlichen Landesteilen eher feuchteres und den östlichen Teilen hingegen eher trockenes Klima. Die nördlichen Gebiete der Nordinsel sind von einem mehr subtropischen Klima geprägt, während im Rest der Nordinsel ein eher gemäßigtes Klima vorherrscht. Auf der Südinsel sind alpine Wetterbedingungen entlang der neuseeländischen Alpen anzutreffen, wobei die Westflanken der alpinen Bergketten zahlreiche regenreiche Tage aufweisen. Die mittleren Jahrestemperaturen liegen bei ca. 10 Grad Celsius im Süden bis zu 16 Grad Celsius im Norden. Der Juli ist demnach der kälteste Monat des Jahres. Januar und Februar hingegen sind die wärmsten. Die Temperaturschwankungen über das Jahr hinweg sind relativ gering. Von den Küsten zu den Bergen sinkt die Temperatur in Neuseeland mit durchschnittlich um 0,7 Grad Celsius pro 100 Höhenmeter. Also sehr, sehr wenig. Die Tier- und Pflanzenwelt in Neuseeland gehört zu den außergewöhnlichsten und beeindruckendsten der Erde, da die Inselgruppe schon seit sehr langer Zeit von allen anderen Landmassen getrennt ist und sich die Vegetation unabhängig entwickeln konnte. Die größten Gemeinsamkeiten in der Entwicklung der Flora und der Fauna, also dem Tier- und dem Pflanzenreich, weist Neuseeland mit Neukaledonien und der Lord Howe-Insel auf. Waren vor der Ankunft der Maori, also der Ureinwohner Neuseelands, noch etwa 80% des Landes mit Wäldern bedeckt, so wachsen heute noch auf gut 24% der Landesfläche einheimische Wälder, von deren Fläche rund 77% unter Schutz stehen. Aufgrund der verhältnismäßigen Isolation hat sich in Neuseeland ein einzigartiges Ökosystem entwickelt, welches weltweit einzigartig ist und dessen herausragendes Merkmal von der polynesischen Kolonisation das Fehlen jeglicher Art von Landsäugetieren war, mit der Ausnahme von drei Fledermausarten. Die zwei Arten der Neuseeland-Fledermäuse und der Art Chalinolobus tuberculatus. Klingt zwar komisch, ist aber so. Viele der Nischen, die normalerweise von Säugetieren benutzt würden, sind von Vögeln belegt worden. So spielen hier flugunfähige Vögel eine besonders wichtige Rolle. Zu ihnen gehören der Kakapo, der Kiwi, der Takae, der Weka und der ausgestorbene Moa. Die Vögel wurden von Greifvögeln gejagt, von denen der größte der Hastadler, eine Spannweite von bis zu 3 Metern und ein Gewicht von bis zu 14 Kilogramm hatte. Einige der flugunfähigen Arten kommen heute nur noch auf raubtierfreien Inseln vor der Küste Neuseelands vor. Weniger Probleme haben die kräftigen Papageienarten Kea und Kaka. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Vögel, die über die riesigen Weiten des Pazifiks fliegen, um Teile des Jahres
in Neuseeland zu verbringen wie der Westlandsturmvogel. Auch Königsalbatrosse und Australtölpel nisten hier. Die Küsten teilen sich verschiedene Pinguinarten wie der Dickschnabelpinguin, der Gelbaugenpinguin und der Zwergpinguin mit neuseeländischen Seebären, Elefantenrobben und neuseeländischen Seelöwen. Vor den Küsten schließlich sind Delfine und Wale anzutreffen. Also so ein richtiger eigener Zoo an sich von Mutter Natur. Neuseeland ist eines der wenigen Länder der Erde, in denen es keine terrestrischen Schlangen gibt, wohl aber drei Arten von Seeschlangen im umgebenden Meer. Die Ankunft erst der Maori und später auch der Europäer hat aufgrund der Eingriffe des Menschen in die Natur und wegen absichtlich und unabsichtlich mitgebrachter Tiere, vor allem von Ratten, aber auch von Hunden, Katzen, Igeln, Hermelinen und anderen Wieselarten sowie dem australischen Fuchs Kusu zu zwei spektakulären Aussterbewellen geführt. Die neuseeländische Regierung versucht mit verschiedenen Maßnahmen, die durch importierte Tiere in ihrer Existenz bedrohten endemischen Arten, also Tiere, die dort eigentlich auch richtig beheimatet sind, allen voran die vielen unterschiedlichen Vögel, vor dem Aussterben zu bewahren. Im Jahre 1907 kamen, bedingt durch ein Geschenk des österreichischen Kaisers, auf Bitte des neuseeländischen Premierministers Seddon, drei Paar Gämsen nach Neuseeland. Sie wurden am Hooker-Fluss in der Nähe des Mount Cook ausgesetzt und sollen sich bis 1909 bereits eingelebt und vermehrt haben. 25,2% der Bevölkerung sind nicht in Neuseeland geboren. Bevölkerungszuwachs in den letzten 5 Jahren geht zu etwa 2/3 auf Einwanderungen zurück. Neuseeland gehört zu einer der dünn besiedeltsten Länder der Erde, wenn es auch um ein Vielfaches dichter besiedelt ist als das Nachbarland Australien. Dabei verteilte sich die Bevölkerung ungleichmäßig auf die verschiedenen Landesteile. Während auf der größeren Insel nur gut 1 Million Menschen leben und große Landesteile wie zum Beispiel Fjordland so gut wie unbewohnt sind, haben etwa 1,3 Millionen Personen alleine in der Metropolregion Auckland, der größten Stadt des Landes, ihren Wohnsitz. Insgesamt leben über 3 Millionen Menschen auf der kleineren Nordinsel. Das Durchschnittsalter liegt bei 37,8 Jahren, die Geburtenrate liegt bei 13,3 pro 1000 Einwohner, während im gleichen Zeitraum 7,4 Todesfälle pro 1000 Menschen zu verzeichnen waren. Durchschnittlich gebärt eine Frau 2,03 Kinder. Die kommen dann aber nicht unvollständig raus, das ist halt nur der durchschnittliche Wert. Also man kann sagen, jede Frau kriegt da im Durchschnitt ihre 2 Kinder. Neuseeland war damit eines der jüngsten Länder der westlichen Welt. Die Lebenserwartung liegt bei der Geburt bei 81,2 Jahren. Während Männer durchschnittlich 79,1 Jahre alt werden, erreichen Frauen im Schnitt ein Alter von 83,3 Jahren. Neuseeland verfügt über den prozentual höchsten Anteil an Stadtbevölkerung der Erde.
Dabei lebt alleine in der Stadt Auckland fast ein Drittel, also 32% der Gesamtbevölkerung des Landes. Den größten Teil der Bevölkerung machen Neuseeländer europäischer Abstammung, genannt Pakeha, aus. Diese Volksgruppe stammt größtenteils von den britischen Inseln, aber auch aus Deutschland, Italien, Polen und den Niederlanden, wie auch vielen anderen europäischen Staaten. Eine besondere deutschsprachige Gruppe stellen die Einwanderer aus Böhmen von 1860 bis 1876 dar, die sich in Puoi und Terore auf der Nordinsel niedergelassen haben. Insgesamt machen die neuseeländischen europäischer Herkunft etwa 67,6% der Gesamtbevölkerung aus. Die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe bilden die polynesischstämmigen indigenen Einwohner Neuseelands, die Maori, denen sich 14,6% der Bevölkerung zugehörig fühlt. Zwischen 1996 und 2006 stieg der Anteil an Asiaten mit insgesamt 9,6% zur drittgrößten ethnischen Gruppe auf. Die meisten der pazifischen Insulaner stammen aus Samoa, gefolgt von den Cookinseln sowie Tonga. In Neuseeland leben vergleichsweise viele Konfessionslose. Bei der Volkszählung 2013 bekannten sich 55% der Gesamtbevölkerung zu mindestens einer Religion, darunter 49% Christen, 42% gaben dagegen an, keiner Religion anzugehören. Die verbreitetsten christlichen Konfessionen sind die römisch-katholische mit 12,6%, die anglikanische mit 11,8% und die presbyterianische Kirche mit 8,5%. Weitere 5,5% bezeichneten sich als Christen, ohne eine bestimmte Konfession anzugeben. Auch die Ringatu-Kirche und die Ratana-Bewegung, die von Maori gegründet wurden, sind zum Christentum zu zählen, allerdings nur 1,4%. Weitere nennenswerte vertretene Religionen sind der Hinduismus mit 2,3%, der Buddhismus mit 1,5% und der Islam mit 1,2%. Neuseeland hat zwei Amtssprachen, Te Reo Maori und die neuseeländische Gebärdensprache. Die englische Sprache ist keine direkte Amtssprache, sondern wird lediglich als de facto Amtssprache bezeichnet. Und dies, obwohl Englisch von rund 96% der neuseeländischen Bevölkerung gesprochen und von offiziellen Stellen verwendet wird. Im August 2015 startete eine Bürgerin des Landes eine Petition mit dem Ziel, Englisch als Amtssprache in Neuseeland einzuführen. Der Ausgang ist jedoch noch offen. Während sowohl Maori als auch die neuseeländische Gebärdensprache nur von einem relativ geringen Anteil der Bevölkerung verstanden oder gar aktiv verwendet werden, ist das neuseeländische Englisch die wichtigste Umgangssprache. Diese Varietät der englischen Sprache ist mit dem australischen Englisch verwandt, unterscheidet sich aber von dieser durch die grundsätzlich andere Betonung einiger Vokale und Worte, sodass Missverständnisse zwischen Sprechern des neuseeländischen und australischen Englisch nicht ausgeschlossen sind. Andere besondere Eigenheiten der neuseeländischen englischen Sprache machen der Maori-Sprache entlehnte Wörter aus. Ihr Gebrauch ist vor allem in der Maori-Bevölkerung verbreitet. Die Amtssprache Maori, oder wie es im Original heißt, Te Reo Maori, verlor bis in die 1970er Jahre immer mehr an Bedeutung und die Anzahl der Maori-Sprecher nahm kontinuierlich ab.
Am 1. August 1987 wurde Maori aber zur Amtssprache erhoben und seit dieser Zeit wird an immer mehr öffentlichen wie privaten Schulen Maori als Wahlfach unterrichtet, sodass auch Neuseeländer europäischer Abstammung Zugang zu dieser Sprache erhalten. Seitdem nimmt die Zahl derer, die Maori sprechen und verstehen, besonders in der Altersgruppe der 3- bis 25-Jährigen wieder zu. Insgesamt konnten 2006 nach eigenen Angaben 4,2% der Bevölkerung Maori sprechen. Die neuseeländische Gebärdensprache ist seit dem 10. April 2006 ebenfalls Amtssprache und ist damit die weltweit erste Sprache für Gehörlose, die diesen Status besitzt. Zusätzlich zu den drei Amtssprachen werden noch zahlreiche andere Sprachen in Neuseeland gesprochen, die von vielen Einwanderern ins Land gebracht wurden. Darunter natürlich Samoanisch, Französisch, Hindi, zahlreiche chinesische Sprachen, vor allem Kantonesisch und Hochchinesisch und Deutsch. Es gibt in Neuseeland keinen verpflichtenden Fremdsprachenunterricht. Nur etwa ein Fünftel aller Schüler an weiterführenden Schulen lernt eine Fremdsprache. Die beliebtesten sind Französisch, Japanisch und Deutsch. Neuseeland wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts, spätestens aber in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts von Polynesiern entdeckt und in mehreren Einwanderungswellen besiedelt. Die Datierung von Knochen der pazifischen Ratte und von eingeführten Samen mittels der Radiokohlenstoffmethode grenzen diesen Zeitraum auf die Jahre 1280 bis 1350 ein. Die Nachkommen der ersten Einwanderer begründeten die Maori-Kultur. Aus der Besiedlung der Chatham-Inseln östlich von Neuseeland ging die Moriori-Kultur hervor. Ob diese Besiedlung von Neuseeland aus erfolgte, ist umstritten, aber sprachliche Gemeinsamkeiten sind Anzeichen für eine Besiedlung vom Festland aus. Viele der eingewanderten Maori, vor allem auf der Nordinsel, gaben dem Land den Namen Aotearoa, was, wie schon gesagt, im Allgemeinen mit Land der langen weißen Wolke oder Land der großen weißen Wolke übersetzt wird. Die ersten Maori, die das Land erreichten, fanden keine Säugetiere vor. Um sich zu ernähren, jagten sie zunächst den Vogel Moa. Dieser flugunfähige, dem afrikanischen Strauß entfernt ähnliche Vogel war nach 90 Jahren demzufolge ausgestorben. Ebenso verschwand der Haastadler, der größte Greifvogel der neuzeitlichen Erde. Der letzte seiner Art starb vermutlich um 1700. Die humane Erstbesiedlung durch die Maori bedeutete die rasche Ausrottung zahlreicher Tierarten auf der Inselgruppe. Später ergänzten die Maori ihren Speiseplan durch die Kultivierung der Kumara, also der Süßkartoffel. Der erste Europäer, der Neuseeland erblickte, war der niederländische Seefahrer Abel Tasman. Seine Aufgabe war es, das große südliche Land zu finden, weil dort wertvolle Rohstoffe vermutet wurden. Auf seiner Reise entdeckte er im Jahr 1642 ein großes hochgelegenes Land auf der Südinsel, die heutige Region West Coast. Er war sich nicht sicher und vermutete, dass er ein weiteres Stück Küste von Staten Land entdeckt hätte. Als er in der Golden Bay in der heutigen Region Tasman das Land aus der Nähe erkunden wollte, kam es zu einer ersten blutigen Begegnung mit den Ureinwohnern, also den Maori, bei der 4 niederländische Seeleute leider getötet wurden. Der Entdecker Neuseelands setzte somit niemals einen einzigen Fuß auf neuseeländischen Boden.
Erst 1769, 1770 wurden erneut Expeditionen in die Gewässer um die New Zealand genannten Inseln gestartet. Der britische Kapitän James Cook, nachdem auch die Cookinseln benannt sind, sollte wie Tasman einen vermuteten südlichen Kontinent finden. Im Oktober 1769 traf Cooks Schiff Endeavour von Tahiti kommend am südwestlichen Punkt der Poverty Bay genannten Bucht auf Neuseeland. In den folgenden Jahren wanderten vor allem Walfänger, Robbenfänger und später auch Missionare nach Neuseeland ein. Diese pflegten ausgeprägte Kontakte zu den Maori. Die beiden Parteien trieben regen Handel miteinander. Einige Europäer lebten sogar mit den Maori zusammen. Die 1839 gegründete New Zealand Company warb um neue Einwanderer. Diese errichteten zahlreiche Städte und Dörfer und besiedelten große Teile des Landes. Sie lebten oft als Bauern in Frieden mit den Maori und kultivierten die Landschaft. Als aber mehr und mehr Einwanderer das Land erreichten und immer größere Landflächen benötigt wurden, kam es zu Streitigkeiten zwischen den Siedlern und den Maori. Mit der Zeit wurden die Missstände, also die Streitigkeiten, immer größer. Und so kam es schließlich zu offenen, bewaffneten Konflikten, die in Northland bereits im Jahr 1840 zu einer kriegerischen Auseinandersetzung anwuchsen. Bis 1860 hatten sich die Kämpfe, die als Neuseelandkriege in die Geschichte eingingen, auf das ganze Land ausgedehnt. Nach diesen Auseinandersetzungen betrug die Zahl der Maori 1891 nur noch 44.000 im Vergleich zu über 120.000 vor dem Jahr 1820. Als sich das Land seit 1852 aufgrund des New Zealand Constitution Act 1852 relativ selbstständig verwaltete, bekamen ab 1867 auch die männlichen Maori das Wahlrecht und Sitze im Parlament. Am 18. September 1893 wurde in Neuseeland als erstem Land der Welt das Frauenwahlrecht eingeführt. Das Land entschied sich 1901 gegen einen Beitritt zum Commonwealth of Australia und blieb bis 1907 eine Kolonie. Als Neuseeland den Status einer Dominion erhielt und erfolglich fast unabhängig von Großbritannien wurde. Über die gesamte Kolonialzeit bis in die jüngere Gegenwart hinweg erwies sich das Land als besonders treuer Bündnispartner Großbritanniens. So entsandte Neuseeland Truppen für den Zweiten Burenkrieg, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg sowie die Suezkrise. Die Sprache und die Kultur der bis in die 1970er Jahre gesellschaftlich marginalisierten Ureinwohner, also den Maori, werden heute in krassem Gegensatz zur Politik des Nachbarn Australien besonders gefördert. So gibt es Radio, Fernsehen und Zeitungen in der Maori-Sprache. Die Abgeordneten der für die Maori reservierten Parlamentssitze werden in gesonderten Wahlkreisen gewählt und die traditionelle Maori-Kultur wird auch touristisch vermarktet. Im Jahre 2014 wurde die Entfernung des Union Jack, also des englischen Sterns, als ehemaliges koloniales Zeichen aus der Staatsflagge diskutiert. Die Bürger wurden 2016 dazu aufgefordert, über die Beibehaltung oder eine Neugestaltung abzustimmen.
Das Volk stimmte schließlich im März 2016 für die Beibehaltung der alten Nationalflagge. Regierungssitz und Sitz des Parlaments ist Wellington. Im Demokratieindex 2016 belegt Neuseeland Platz 4 von 167 Ländern, womit es als eine vollständige Demokratie gilt. Das militärische Verteidigungsbündnis ANZUS mit den USA und Australien war zwischenzeitlich wegen der strikten Anti-Atom-Politik Neuseelands, in deren Rahmen sich das Land auch gegen die französischen Atomtests im Südpazifik stark machte, ausgesetzt. Neuseeland gilt den Vereinigten Staaten als einer der treuesten Verbündeten außerhalb der NATO. Neuseeland ist Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und des Commonwealth. Weiterhin ist es seit der Gründung am 6. Februar 1947 Mitglied des Sekretariats der Pazifischen Gemeinschaft, der Organisationen der Weltbankgruppe, außer der MIGA, seit der Gründung 1966 der Asiatischen Entwicklungsbank, seit der Gründung am 17. April 1973 des Pacific Islands Forum, seit dem 29. Mai 1973 der OECD, seit der Gründung 1980 des Pazifischen Rates für wirtschaftliche Zusammenarbeit, seit der Gründung 1989 der APEC sowie seit dem 1. Januar 1995 der Welthandelsorganisation. Ja, haben die eine ganze Menge zu tun. Im Hinblick auf die dünne Besiedlung ist Neuseeland verkehrstechnisch sehr gut erschlossen. Aufgrund seiner isolierten Insellage sind die Küstenschifffahrt, der Flugverkehr sowie der Straßenverkehr die wichtigsten Transportmittel. Neuseeland gehört zu den Ländern mit den meisten Flughäfen pro Kopf. Im Jahr 2002 gab es im Land 113 asphaltierte und nicht asphaltierte Flugplätze. Die Ära des neuseeländischen Straßenbaus begann während der Neuseelandkriege mit der Great South Road südlich von Auckland im Jahr 1861. Aber wo wir gerade bei Straßen sind, die steilste Straße der Welt ist übrigens auch in Neuseeland. Also wer es da ganz normal zu Fuß hochschafft, Respekt. Wenn er es allerdings nicht gewohnt ist, hat er am nächsten Morgen ordentlich Muskelkater in den Beinen. Abgesehen von etwa 150 Kilometer Autobahnen, die sich nahe den drei großen Städten Auckland, Wellington und Christchurch befinden, bestehen selbst die wichtigen Überlandstraßen aus nicht mehr als zwei Fahrspuren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die Errichtung eines ausgedehnten Eisenbahnnetzes im großen Stil. Dabei wurden neben den drei Hauptstrecken auf der Nordinsel wie auch auf der Südinsel zahlreiche private sowie öffentliche Nebenbahnen gebaut. Die vom New Zealand Railways Department verwaltet wurden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in vielen größeren Städten des Landes Straßenbahnbetriebe eingerichtet, von denen nur noch der in Christchurch als Touristenattraktion besteht. Und noch bis in die 1950er Jahren hat man in Neuseeland Dampflokomotiven im Einsatz gehabt. Die Kindererziehung bis zum 5. Lebensjahr ist privat. Trotzdem besuchen 90% der 3-Jährigen und 98% der 4-Jährigen eine vorschulische Bildungsanstalt, wie zum Beispiel Kindergarten oder eine Spielgruppe. Kindergarten heißt
in Neuseeland übrigens auch Kindergarten. Also kann man gar nicht mal so verwechseln. Ab Vollendung des 5. Lebensjahres kann das Kind eine Grundschule, also in Englisch Primary School, besuchen. Schulpflicht besteht vom 6. bis zum 16. Lebensjahr. Die Ausbildung in der Grundschule erfolgt im Regelfall vom 1. bis zum 8. Jahr. Ab der 9. Jahrgangsstufe wird man an einer weiterführenden Schule, also der sogenannten Secondary School, unterrichtet. Mit Vollendung der 11. Klasse kann das National Certificate of Educational Achievement Level 1, in Kurzform NCEA, nach einem Punktesystem erworben werden, was in etwa dem britischen GCSE entspricht. Oder halt dem deutschen Realschulabschluss. So, denke ich mal, ist einfacher zu verstehen. Im Folgenden, ja, kann man das Level 2 dieses Abschlusses erwerben. Mit Vollendung des 13. Schuljahres, in der Regel mit etwa 18 Jahren, kann man schließlich den höchsten Schulabschluss erlangen, das Level 3 des NCEA oder die New Zealand Scholarship Qualification, wie der Abschluss seit 2004 heißt. Dieser entspricht dem deutschen Abitur oder dem britischen A-Level. Ein Schuljahr in Neuseeland beginnt normalerweise Ende Januar, dauert bis Mitte Dezember und ist in 4 Quartale eingeteilt. Je nach Region schwankt die Klassengröße von 19 bis 24 Schüler. Die offizielle Währung des Landes ist, wie schon gesagt, der neuseeländische Dollar. Dieser wird aber auch ganz gerne Kiwi-Dollar genannt. Dieser ersetzte im Jahr 1967 das britische Pfund Sterling. Seitdem verwendet Neuseeland Einheiten im Dezimalsystem. Seit 1999 ist der Kiwi-Dollar nach dem australischen Dollar die zweite Währung der Erde, die Kunststoffgeld verwendet. Im August 2006 wurden wegen steigender Materialkosten und Verwechslungsgefahr kleinere Münzen eingeführt. Die bis dahin gültige 50 Cent Münze zum Beispiel zählte mit einem Durchmesser von 3,2 cm zu den größten Münzen der Erde. Die Menge der Schafe in Neuseeland ist enorm, denn dort kann man gut und gerne 32,4 Millionen Schäfchen zählen. Bei der Rinderzucht sind die aber auch nicht gerade langsam. Da hat man nämlich 5,3 Millionen Milchkühe in Neuseeland zu zählen. Das läuft so gut, dass 90% der Milchprodukte exportiert werden können. Cool. Damit ist Neuseeland seit langem der weltweit größte Exporteur von Milchprodukten. Die Rindfleischproduktion Neuseelands ist ebenso weltweit führend. Etwa 4 Millionen Fleischrinder leben aktuell auf den Inseln. Von besonderer Bedeutung für die neuseeländische Wirtschaft ist auch der Tourismus. Genau, money, 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 money. So gaben im Jahr 2002 nach offiziellen Angaben des neuseeländischen Tourismusministeriums ausländische Touristen über 6,1 Milliarden New Zealand Dollar im Land aus. Direkt oder indirekt hängt nach Schätzungen der neuseeländischen Regierung jede 10. Arbeitsstelle im Land vom Tourismus ab. Der Staatshaushalt umfasste 2015 Ausgaben von umgerechnet 65 Milliarden US-Dollar. Dem standen Einnahmen von umgerechnet etwa 65,55 Milliarden US-Dollar gegenüber. Daraus ergibt sich ein Haushaltsüberschuss in Höhe von 0,18%. Der Südteil der Südinsel ist vornehmlich schottisch geprägt.
So soll es in Neuseeland mehr Dudelsäcke geben als in Schottland. In den letzten Jahrzehnten erlebte schließlich auch die Maori-Kultur einen Aufschwung. Außerdem verzeichnete das Land große Einwanderungsströme von den pazifischen Inseln und vor allem in den letzten Jahren aus Süd-, Ost- und Südostasien. Bei der Rangliste der Pressefreiheit 2017, welche von Reporter ohne Grenzen herausgegeben wird, belegte Neuseeland Platz 13 von 180 Ländern. Das Land hatte damit eine der freiesten Pressen weltweit. Im Fernsehbereich war Neuseeland ein Spätzünder. Nachdem die BBC in Großbritannien schon im Jahr 1936 ihren Betrieb aufnahm, folgten die USA nur 3 Jahre später mit der NBC. Das erste offizielle Fernsehprogramm in Neuseeland wurde ab dem 1. Juni 1960 ausgestrahlt und nur in Auckland empfangen. In den folgenden Jahren wurde der Empfang auf den größten Teil des Landes ausgeweitet. Neben der traditionellen Musik der Maori wird die neuseeländische Unterhaltungsmusik größtenteils von Künstlern bestimmt, die westlich geprägte Musikstile pflegen. Besonders im Indie-Rock sind einige Bands jedoch immer wieder durch ihren eigenwilligen Klang aufgefallen, sodass sich für diesen Teil der Musikszene auch der Begriff Kiwi-Rock etabliert hat. In Sachen Sport wird natürlich super gerne Rugby gespielt. Da sind die auch richtig klasse drin. Genauso wie im Kugelstoßen und im Segeln. Da kann man denen wirklich nichts mehr vormachen. Auch im Cricket und im Netzballspielen sind die einsame Klasse. Nur Fußball wird in Neuseeland nicht so ernst genommen. Das ist dann mehr so ein Amateursport, just for fun. Dennoch ist Neuseeland die beste Fußballmannschaft als Nationalmannschaft in ganz Ozeanien. Keduma hat, was Neuseeland angeht, aber auch noch ein bisschen was zu bieten. So ist unser Logo, die kleine Schildkröte, ein Original Maori-Tattoo und im Lied der Serie von Luzi bereist, ist anfangs auch noch die neuseeländische Nationalhymne zu hören. Und sogar der Name Sud James basiert auf einem neuseeländischen Ursprung, also der Name von unserem Chef. Neuseeland ist also auch schon so in Sachen Keduma etwas ganz Besonderes. Durch die Tätowierungen sehen die Maori ja schon ein bisschen gefährlich aus. Aber das sind sie keineswegs. Ja, das war unser großer Ausflug nach Neuseeland. Ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht. So, jetzt schnappe ich mir noch mein Flugzeug und das nächste Mal sehen wir uns, wie vorhin gesagt, auf den Cookinseln. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Also bis dann, ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Luzi. War mal wieder sehr spannend und aufschlussreich. Ja, und dann bleibt mir eigentlich auch nicht weiter viel zu sagen, als habt eine gute Zeit und Baby. Bis bald.